Die Kirschnernaht beginnt mit einem Einzelknopfheft außerhalb der Wunde, damit der Zug dieser Naht komplett entlang der gesamten Wundlänge wirken kann. Ich verknote das jetzt hier nicht nur mit zwei Kreuzknoten, mit vier Schlägen, sondern sogar mit fünfen, weil es eine fortlaufende Naht da ist, die ich noch besser sichern möchte. Aber die Enden werden nicht abgeschnitten, sondern es wird weiter gestochen, als wenn man Knopfhefte weitersetzen wollte, sozusagen Knopfhefte für Faule. Das heißt, wir knoten jetzt nicht nochmal, wir stechen einfach nur im gleichen Quadratregel, die wir auch einsetzen bei den Einzelknopfheften, und achten darauf, dass wir mit unserer Nadel, mit der Führung der Nadel nicht durch die schon gelegten Schlaufen hindurchgehen. Ich lege die Schlaufe bewusst nach links oben, damit das nicht passiert. Sonst kriegen wir eine andere Naht, die wir im anderen Video uns angucken werden. Der Verlauf, wenn wir wie Einzelknopfhefte stechen, ist von oben gesehen leicht schräg. Wir haben einen kleinen Sprung gemacht. Wir sind kurz vom Ende der Naht. Wieder ein Stich wie ein Einzelknopfheft. Im Prinzip sind wir durch. Jetzt machen wir aber unser Endstich und unseren Endknoten wieder außerhalb unserer Inzision. Letztes Knopfheft sozusagen. Wieder aufpassen, dass wir nicht durch die Schlaufe hindurchgehen. Wir müssen das Nahtbett festhalten, sonst rutscht es mir weg. So. Dieser Punkt, wo ich rausgekommen bin, dort möchte ich meinen Endknoten hinbekommen. Und darum steche ich auch dort nochmal. Ich verknote sehr gerne so, damit diese Endschlaufe, die man jetzt rechts sieht, nicht so breit über die Wunde hinüber geht. Jetzt bitte darauf achten, dass man, und schön mitzählen, dass man diese Schlaufe immer in der Mitte greift und auch die Nadel etwas öffnet, damit sich gleichmäßig diese Schläge zuziehen. Auch hier muss man die Hände ganz schön kreuzen, um das kurze Fadenende, was in diesem Fall die Schlaufe ist, wandern zu lassen. Wenn wir dann genug gemacht haben, zumindest auch noch einen mehr, als wir vorne gemacht haben. Vorne hatten wir fünf Schläge, nun habe ich hier hinten sogar sechs, weil eine Schlaufe immer wieder ein kleines, auch ein bisschen unsicher ist.